Es waren mehrere Kollegen von KEMS 21 betroffen von dieser Durchsuchung und Beschlagnahmung und mehreren Kollegen wird vorgeworfen, dass sie schweren Landfriedensbruch begangen haben. Es gab andere Kollegen, die bei der Fotografen in diesem Fall, die bei der Besetzung des Nordflügels anwesend waren und die beobachtet haben, das waren drei Fotografen. Diese drei Fotografen wurden festgesetzt für mehrere Stunden und es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet. Über diesen Fall, das wird jetzt der letzte sein, berichtet ihr Anwalt, nämlich Martin Heiming aus Heidelberg. Bitte schön. Guten Abend, ich komme aus Heidelberg, bin offenbar jedenfalls bisher der erste Ausländer hier auf dem Podium. Ich will aber für mich in Anspruch nehmen, dass ich mit der Empfehlung komme, dass wir in Heidelberg, glaube ich, sogar mehr als die Stuttgarter für das Unionsschutzgesetz gestimmt haben. Ich würde mir jetzt aber hier nicht anmaßen, Peter Grohmann versuchen zu imitieren. Deswegen, und auch weil die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist, will ich ganz kurz meinen Fall vorstellen. Der Fall reicht jetzt verglichen mit den anderen beiden, von denen wir gerade gehört haben, schon in die graue Vorzeit zurück, sodass ich also anfange, es war einmal. Es war einmal die 39. Montagsdemo. Da werden Erinnerungen wach, oder? Im Anschluss an diese Montagsdemo wurde etwa abends gegen 6 der Nordflügel des Bahnhofs in Besitz genommen. Der Nordflügel war geräumt, der war leer, der stand fertig zum Abriss. Die Tür war plötzlich auf und viele Menschen, vermutlich hauptsächlich Teilnehmer dieser Montagsdemo, gingen dann in diesen Nordflügel hinein. Teilweise gingen Menschen auch übers Dach und kamen durch die Fenster rein. Man kann da irgendwie, glaube ich, in das zweite und dritte Stockwerk, also man ging nach oben und war dann dort erstmal sicher. Die Polizei war einigermaßen überrascht und auch nur knapp besetzt. Angeblich gab es andere Aufgaben, wie man dann in den Akten lesen konnte. Jedenfalls dauerte es bis etwa 23 Uhr, ehe die Polizei dann ins Gebäude kommen konnte und mit der Räumung anfing. Da waren drei junge Fotojournalisten unter den Besetzern, die das Ganze fotografisch dokumentiert haben. Sie hatten nicht nur die Fotoapparate umhängen, sondern auch den Presseausweis. Und die Polizisten haben das zunächst akzeptiert, haben dann erst später. Es gibt in einer Videosequenz, die wir haben, auch die Aussage eines Polizisten, machen Sie Ihre Arbeit oder so ähnlich. Und dann aber etwa 23.30 Uhr wurden auch die drei Journalisten abgeräumt. Auch die Waffen verfrachtet und dann behandelt, wie man dort normalerweise im Anschluss an solche Geschichten behandelt wird. Das wurde zur Anzeige gebracht von den Journalisten, auch von der Gewerkschaft, dass das so nicht geht. Amtsanmaßung, Freiheitsberaubung. Interessant ist, und damit fing dann der juristische Fall eigentlich an, dass es in diesem Verfahren eine lange Verfügung der Staatsanwaltschaft gab, wo klargestellt wurde, dass das Ganze ein Hausfriedensbruch war, dass auch Journalisten keinen Hausfriedensbruch begehen dürfen und deswegen die Polizei rechtens gehandelt haben. Das Ermittlungsverfahren gegen die betroffenen Polizeibeamten wurde eingestellt. Nicht eingestellt wurde das Verfahren wegen Hausfriedensbruch gegen die Journalisten. Es gab Strafbefehle. Da ging es Gott sei Dank lange nicht um so viel Geld wie in dem Zivilverfahren, was wir gerade gehört haben. Da ging es vielleicht um 400 Euro Strafe. Das war also im minimalen Bereich, aber es ging ja ums Grundsätzliche.
dürfen Journalisten bestraft werden, weil sie in einem Haus sind und eine Besetzung filmen, die ein Protest ist, die sich entwickelt hat aus einer Demonstration, aus einer Versammlung. Das waren die Fragen. Diese Frage hat die Staatsanwaltschaft aber in diesem Verfahren gar nicht interessiert. Die wurde gar nicht erörtert, sondern es wurde einfach lapidar festgestellt, es ist ein Hausfriedensbruch, die Strafe wurde ausgesprochen. Wir haben Einspruch eingelegt gegen diese Strafbefehle. Es kam dann in dem einen Verfahren zu einer Verhandlung, die dann abgebrochen wurde, weil auch der Richter offenbar kein gutes Gefühl dabei hatte. Voraussetzung für die Verfolgung wegen Hausfriedensbruch ist, dass der sogenannte Berechtigte, also der Hausbesitzer, in diesem Fall die Deutsche Bahn, einen Strafantrag stellt. Ein Hausfriedensbruch ist eher eine private Geschichte, die interessiert den Staat normalerweise nicht. Und der private Besitzer muss sagen, ich möchte beantragen, dass das verfolgt wird. Diese Strafanträge hatte die Bahn für alle etwa 50 Besetzer, die dann später registriert worden waren, pauschal gestellt. Und die Idee war jetzt zu sagen, die Bahn nimmt diesen Strafantrag zurück. Denn die Bahn hat ja wohl unwissentlich sowieso, unabsichtlich, ungewollt diese Strafanträge auch gegen die Journalisten gestellt. Das hat sie sicher nicht gewollt, war meine Argumentation. Denn die Bahn wollte ja sicherlich, dass diese öffentlichen Vorgänge um Stuttgart 21 auch in die Öffentlichkeit kommen und darüber berichtet werden. So war es dann auch. Die Bahn hat den Strafantrag zurückgenommen. Damit war der Fall für die Justiz erledigt. Die durfte da nicht mehr, wollte ja auch nicht, das hatten wir ja herausgefunden. Also, da muss ich trennen. Die Staatsanwaltschaft wollte natürlich schon, der Richter wollte nicht. Und damit war das Verfahren erledigt. Wir haben jetzt ein zweites Verfahren noch, das so ein bisschen hinterher klapperte. Das sollte nächste Woche verhandelt werden. Da habe ich dem anderen Richter, ein anderer Richter ist dazu ständig gesagt, wie wir das sonst gehandhabt haben und ihn gebeten, dass wir auch so zu handhaben. Und ich habe gerade heute die Nachricht von der Bahn, dass man das in diesem Fall wohl ganz ähnlich machen kann. Eine Minute habe ich mir noch genommen. Ich habe nämlich gedacht, ich rede bis 8 und dann ist es zu Ende. Das ist der Fall ganz kurz geschildert, ganz grob. Die Fragen, die sich stellen, habe ich schon eigentlich gestellt. Also wie hängen Strafrecht und Pressefreiheit miteinander zusammen? Das müssen wir wahrscheinlich nachher im Rahmen des Podiums noch näher diskutieren. Eine eher abstrakte Bemerkung von mir zum Schluss, weil mir der Peter Grohmann so gut gefallen hat, will ich mich auf ihn nochmals beziehen. Er hat von den Menschen in Tunesien, in Libyen und in Ägypten gesprochen, dass wir da ja immer ein leuchtendes Beispiel gewesen sind und dass die deshalb heute so weit sind, wie sie sind. Ich habe den Eindruck, dort ist es so, dass die Menschen das Öffentliche, also auch die Pressefreiheit, auch zu berichten über das, was öffentlich passiert und das, was öffentlich passiert, auch selbst zu gestalten, sich einfach nehmen. Bei uns ist es immer ein bisschen so und deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht zufällig, dass hier jetzt auf dem Podium die Anwältinnen und Anwälte in der Mehrzahl sind, dass wir immer sagen, das müssen wir doch dürfen. Und das, glaube ich, ist ein bisschen wenig.